Die Tirata ist eine schnelle, virtuose Verzierung in der Barockmusik. Der Musiktheoretiker Matteson beschreibt die Tirata als einen Pfeil oder einen Schuss. Unser Ensemble lässt sich von der Tirata inspirieren. Aber es geht nicht allein um die Virtuosität, sondern insbesondere um das intensive Zusammenspiel beim Musizieren. Während des ersten Lockdowns haben wir, weil unsere Konzerte allesamt abgesagt worden sind, uns zusammengesetzt und über neue Programme nachgedacht. Herausgekommen ist dabei das Programm von der Liebe und anderen Krankheiten. Unzählige Kompositionen der Barockzeit beschäftigen sich mit der Liebe, mit amorösen Begebenheiten, mit verliebten Nachtigallen, mit der Sehnsucht, mit den zarten Gefühlen. Auf der anderen Seite stehen die Leiden, die sich aus der Liebe ergeben. Betrug, Eifersucht und Verzweiflung. Unser Programm enthält aber auch echte Krankheiten. Zum Beispiel eine asthmatische Allemande von Marais oder die Vertonung eines Lahmen von Rameau. In der Trio-Besetzung ist der Ensembleklang sehr intim und sehr flexibel, dadurch, dass wir ohne Cembalo spielen. Wir spielen vorwiegend Werke aus der Blütezeit unserer Instrumente, also aus dem 18. Jahrhundert. Dabei ist sehr viel französische Barockmusik.